Schuss. Diesmal macht das alleine. Weltklasse. Und den Löffel, der da rein wie ein großer. Super gemacht. Sensationell. Technisch perfekt. Und das ist ein Auftakt. Wahnsinn. Dann Philipp Kraus auf dem Flügel zu Bernd Lakenbrink. Und der spielt den Ball in die Mitte auf Emre Bülçin-Großmann. Und irgendwie trudelt der Ball dann doch zum 1:0 für den SC Heeren 09 über Kinderhaus. Und wieder jetzt gefährlich in der Mitte. Dann hier Moritz Kniemeyer. Artistisch! Ja, was war das denn hier für ein Spiel auf einmal? Aus Torkamera-Perspektive ist gut zu erkennen, dass Melin Künne hier aus kurzer Distanz wirklich sensationell und reaktionsschnell gemacht hat. Die Wiesn hier nochmal die Station aus der Torkamera-Perspektive. Der fulminante Schuss hier an den linken. Petrus Madente den Ball besetzt. Der dribbelt kurz. Alle lupft den Ball hier frech aufs Tor und ja, der passt unglaublich. Martin Holzmann steht bereit und wird wohl schießen. Kurzer Anlauf über die Mauer und ja! Langpfosten kommt Marcel Exner zum Kopfball. Glanzparade wie ihn hüpft und der Nachschuss landet am Außennetz. Hier wiederholen sehen wir, dass heute Lukas Wiedler den Ball mit einem Reflex noch an den Körper geht. Stark gehalten. Und dann Hilfe! Ja, Wahnsinn! Der nagelt hier den Ball wutentbrannt aus dem Stand. Oben rechts nochmal in der Wiederholung. Zu der ist die Parade von Wiedler gegen Rommel. Und hier der Lattenknaller, nochmal in der Wiederholung aus Torkamera-Perspektive. Und da wackelte das Gehäuse. Jetzt, liebe Zuschauer, machen Sie sich bitte für die Antwort der Gastgeber bereit. Denn hier kommt Bekiri! Ja, was ist denn hier los? Er ist drin! Und was war das für ein mega geiles Tor? Schneider über den rechten Flügel landet bei Montagamann. Der dreht sich, setzt sich gegen zwei Spieler durch und sprintet der Ball irgendwie in Richtung Tor und plötzlich ist der Ball drin. Montagamann. Was so eine schöne Parade. Da gönnen wir uns natürlich noch einmal eine Wiederholung. Hier nochmal in der Wiederholung. Dieses Ding aus gut 30 Metern hier an die Latte. Dort kommt Maximilian Balkenhorst an den Ball und dann Balkenhorst! Ja, Wahnsinn! Der schlänzt das Spielgerät hier mit Gefühl ins Eck! 4:2! Der leitet weiter zu Kortefos. Der schießt aus der Drehung und markiert hier Sekunden nach dem Nackenschlag den prompten Ausgleich für seine Farben. Ein Wahnsinn! Kopfball von Chris Dreckmann und dann noch die schöne Parade von Niklas Versmuth. Hier mit einer Hand lenkt er den Ball über den Querball. Weiterhin also schon so ganz sicher. Und hier nochmal der Gewaltschuss von Evola. Aus rund 30 Metern wäre der hier fast oben links in den Giebel eingeschlagen. Riesenglück für Horstmann hier. Wir sehen einen langen Einwurf auf Alexander Sandmann. Der setzt sich gegen zwei Verteidiger durch. Spielt den Ball in die Mitte. Abpraller Hermes. Und dann ist Jan Eichfriedig zu schnell. Und der netzt das Ding in die ein. 1:0 für die Sportfreunde Gellendorf in der 80. Spielminute. Und sie wird mit der eingewechselten Angebremt. Ab für Mause, der flankt in die Mitte auf Steinfeld. Und diesmal trifft der Goalgetter per Gott an Eschhaus vorbei in die Schieße. Läuft an, gewaltiger Schuss über die Mauer hinweg. Und dann ist hier Jan-Simon Hermes zur Stelle und kann den Ball mit einer herrlichen Flugparade gerade noch entschärfen. Der in die Mitte auf Steffen Schmidt, der legt ab für Ralf Stöber und der haut das Ding hier mit Wucht an die Latte und dann Jones mit dem Nachschuss. Auch der haut das Spielgerät hier meilenweit über den Kasten. In Minute 19, dann Grün-Weiß-Kapitän Halbkamp mit im Angriff. Schussversuch, Abpraller von Rosenberger, Berisha, rutscht weg, aber er setzt nach und im Sitzen erzielt er hier die Führung für die Gäste. Das Spielgerät in den Strafraum. Dort versucht Josh Schlapp-Lundermann zu klären. Doch im Hintergrund, da rauscht Patrick Gockel heran. Gewaltschuss und Tor! Ja, Wahnsinn! In der 4. Minute der Nachspielzeit markiert hier Patrick Gockel mit seinem 3. Saisontor die Führung für den BSV Rupsel. Hier gab es kein Halten mehr zu
Bereich für den FCE und auch für Grün-Weiß. Hier sehen wir, der Ball hätte gepasst. Stefan Bode tat gut daran, dass er hier den Ball noch aus dem Eck fischt. Und das macht er hier in diesem Moment wirklich. Schuss, pariert von Eschhaus, doch dann rauscht André Born heran und erzielt hier mit der Hacke den Führungstreffer. Ja, was war das denn bitte für ein geiles Tor von André Born? Wie wir hier aus der Torkameraperspektive eindrucksvoll erkennen können. Ein wunderschönes Tor hier, so einzig unbedingt von Kirchschlägern sicher war. Aber sehen Sie selbst. Verletzt wurde am Ende niemand und so widmen wir uns jetzt dem Geschehen. Spektakuläre Bilder hier aus der Kreissporthalle. Bäm, da reißt sie wieder. Aber keine Sorge, da war nur eine Klasse. Und jetzt, liebe Zuschauer, kommt die Einwechslung des Tages im Mittelpunkt. Haunhorst, Fabian Schridde, achten Sie oben rechts auf den Bildrand. Dafür gab es vom Publikum 10 Applaus. Gott sei Dank hat sich der Junge nichts getan, konnte weiterspielen. Alles im grünen Bereich. Und falls Sie die Szene nicht gesehen haben, hier nochmal in der Wiederholung. So kann es gehen im Fußball, da stellt dann die Bande auch schon mal ein Beinchen, der den Trainer weg aufgestellt hat. Folgendes, da ging nämlich plötzlich der Rasensprenger los und sorgte erst einmal für eine schöne Dusche in der Bela Becker Hälfte. Im Grunde eigentlich keine schlechte Idee bei Schwülwarmtemperaturen um die 30 Grad und der Stahl. Weil es echt allzu viel zu sehen gab, hier der Abschuss nochmal aus Sicht der betroffenen Kamera. Das war dann auch mit Abstand das Spektakulärste, was die erste Halbzeit hier zu bieten hatte. Nach kurzer Bahn in der Halb voll auf die 12 bekam. Wenn wir hier schon keinen Meisterschaftskampf mehr hatten, so sehen wir wenigstens noch ein paar spektakuläre Bilder im Waldstadion in Hörstel. Die Kamera hat am Ende alles gut überstanden, so wie es sich für eine Action-Cam gehört. Nur die Haltung war mal wieder gebrochen. Aber die war für mich gleich. Konzentriert sich. Läuft an, in die Mauer, Chance vertan, unentschieden. Aber nicht mit Wenning, der setzt hier nach und knallt das Spielgerät. Volley und im Fallen in die Maschen des VfL-Tores. Was für ein Ding hier in der Nachspielzeit. Mit dem zweiten Saisontreffer markiert hier Max. Sowas von überrascht, dass er wohl nicht mehr rechtzeitig an den Ball gekommen wäre. Das war wirklich klar. Jetzt ungeschnitten. Timo Grabowski über links. Hereingabe. Und da ist Tim Ahler zur Stelle. Und vollendet. Blitzsauber zum 1:0. Hier nochmal die Szene in der Wiederholung. Hamza antizipiert gut den langen Ball. Aber Freitag ist zur Stelle und kann den Kopfball kriegen. So mit einem Tor. Und wieder dieser Scharfschütze. Kai Sandmann. Dieses Mal mit einem Freischuss. Der Ball fliegt und fliegt und fliegt. Drin das Ding. Ja, Wahnsinn. Der Sandmann jagt das Spielgerät hier aus 40 Metern. Direkt in die Maschen. Ein irres Tor, das hier für den Torschützen. Treffer Nummer 9 im Lauf. Oliver Tenberg mit einem ersten Schuss an die Latte. Ja, was für ein Kracher hier nach wenigen Sekunden. Ricardo Vaslupe steht bereit. Er legt den Ball gleich zurück auf Fabian Stiller. Der schickt das Spielgerät lang und weit in die gegnerische Hälfte. Normalerweise ein Ball für Hermann Stolters mit Freitag. Doch der hatte die Rechnung nicht mit Nils Jordlich gemacht. Der spitzt nämlich den Ball noch vor Freitag am Ilzelbing vorbei und hat plötzlich ganz viel Platz und ein leeres Tor vorträgt. Und den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Und der markiert er hier. Postwendend das 3:1. Schon war angezeigt. 2-1 Situation. Quer was auch Christian Krüher. Hier ist er alleine durch, aber bis Hockeeper Michael Bäumer hellwach und nimmt dem Angreifer hier den Ball. Sensationell im 1:1 vom Fuß. Aber jetzt, meine Damen und Herren, zeigt er uns, dass er auch mit Gefühl abschließen kann. Der passt! Drin das Ding! Wahnsinnstor von Nico Schmerling! Oliver Fendker steigt hoch, Kopfball, kein Tor! Boah, was für eine Parade vom Gästekeeper hier in dieser Szene. Gastgeber, aber kein Tor. Wahnsinn! Die Wiederholung. Zunächst Michael Fromme mit seinem Torabschuss an den linken Pfosten. Tanto ohne Chance. Dann tänzelt der Ball auf der Linie entlang. Und Preußens Julian Sammel beim Klärungsversuch an den rechten Pfosten durch. Läuft an. Gewaltschuss. Und ja, der Ball ist drin. Der SC Dörente kommt hier per direkt verwandelten Freistoß von Alves Pinto zum Ausgleich. Sein Schuss.
knallt mit Wucht an den Pfosten. Boah, was für ein Auftakt hier in Halbzeit. Der fackelt nicht lange und zieht einfach mal ab. Schäfer Klaus noch dran, aber der Ball, er schlägt trotzdem ein. In die Mitte auf Dennis Hansen, der taucht hier frei vor Freitag auf. Doch der Schlussmann pariert per Fuß den Schussversuch von Hansen. Und auch von Luca Wohlfahrt, der ist frei vor Torhüter. Dennis Fischer setzt zum Abfahren und dann prallt der Ball von der Latte ins Tor. Ja, was für ein Auftakt in diese Begegnung. Ein wunderschönes Tor von Luca Wohlfahrt. Hier nochmal die Monsterparade aus einem anderen Blickwinkel. Chapeau, da wollte Noack hier wohl unbedingt zu Null spielen. Der Ball kommt links zu Kevin Landers. Langer Ball auf Samir Betet. Er ist am Torwart vorbei und er macht das Ding. 1:0 für den DJK ist auf Janik Oldach. Hier ist frei durch und auf dem Weg zum 0:3. Doch Stefan Bohne im Tor der Hausherren behält hier am Ende in Minute 23 die Oberhand und kann mit der Fußspitze fahren auf den dritten Abschlag. Läuft an und ja, wie er das kann, drin das Ding, ja, Wahnsinn. Dann bekommt die Mesa aber den Ball nicht aufs leere Tor geschossen. Und als der Abschluss durch Dominik Schmidt endlich kommt, ist auch Bermann wieder zur Stelle, um den Schuss mit einer herrlichen Flugparade zu entschärfen. Mit kurz anschaut und flankt. Der Ball aber sichere Beute für... Nein, Dingste! Der Thun hat einen Spieler vorbei und findet schließlich einen Weg ins Tor. 1:1, unfassbar! Was war das denn bitte für ein verrücktes Tor? Hier zum Ausgleich. Den Punkt zurecht. Hammerkamp läuft an. Gehalten, Nachschuss! Kein Tor! Ja, Wahnsinn! Der SOS Neukirchen vergibt hier diese Chance auf das 1:2. Unglaublich! Wäre der oben Tor eingeschlagen, hätten wir wohl einen Treffer der Kategorie-Tor des Monats gehabt. Tja, hätte, Sie wissen schon, wie es weitergeht. Schade, schade. Er läuft an der Mauer vorbei und ja! Was für ein Schuss! Hinein ins Glück, Elfsbetten! Wieder in Führung, wieder auf Meisterschaftskurs, wieder im Aufstiegsfieber und wieder im Partymodus. Ein ganz wichtiger Treffer von Marco Werner. Spät gesehen, dennoch glänzend reagiert und phänomenal das Spiel gerät noch um den Pfosten gedreht. Toll gemacht vom Schussmann Gottwald. Er bekommt nämlich jetzt den Ball. Annahme. Er zielt. Er schießt. Er trifft. 3:1 im Stitten. Jetzt gab es auf den Rennen kein Halten mehr. Und Pereira zu Ferreira. Ein Spiel, das eigentlich bislang mehr Tore verdient gehabt hätte. Hier die Monsterparade von Schwitte nochmal in der Wiederholung. Richtig klasse gehalten, das Ding. Auf links zu Sebastian Hessen durchrutscht. Der dribbelt in den Strafraum. Steckt den Haken nach rechts. Schießt und Tor. Stark gemacht. Und da ist sie, die schnelle Antwort. 5 Minuten nach Wiederbeginn. Steifort. Der Ball in den Strafraum geschlagen. Kopfball Frohning. Und wieder ist Dörstl Schnapper zur Stelle und lenkt den wuchtigen Kopfball zur Ecke. Aber als neutraler Zuschauer einfach nur geil anzusehen. Jetzt wird Salto am Ende gestanden. Und das gibt gute Dörstls Juli Mutolingam und Sarek Stefan Winkeljan. Der Versuch einer Rückgabe misslingt. Der eigene Schussball ist geschlagen. Und der Ball trudelt tatsächlich ins eigene Netz. Juli Mutolinger. Aber Mesums Jonas Gottwald hier glänzend zur Stelle. Der war nicht ganz einfach zu halten, weil Schmerling da einen satten Schuss von der Leine lassen hat. Links oben, sicher verwandelt. Neuer Spielstand nach 29:1 mit Sternchen, wie wir hier in der Wiederholung gut sehen können. Der Schuss hätte gepasst, aber Hörstens Keeper gelingt hier irgendwie noch eine reaktionsschnelle Rettungstat und dreht den Ball noch gerade so in den Pfosten. Links unten, Osten, trotzdem drin, 3:1 für Münsterland. Uiuiui, das war Bückert! Tor! 4:3, Bösenzell! Ja, was für ein Hammer hat denn der Miroslav Bückert da ausgepackt? Schubert läuft an, gehalten! Dieser Teufelskerl zwischen den Pfosten des SC Hörstel wehrte auch diesen Schuss aus 11 Metern auf. Der Schuss von Piet wird von Oberhoff abgefälscht und dann trudelt der Ball langsam an in den Pfosten und von dort zurück ins Feld. Niklas Kröschkopf klärt hier allein genius. Der nimmt den Ball direkt und jagt ihn in die lange Ecke. Tor für Tinkle. Der Ausgleich 1:1 und da gibt es noch ein kleines Tänzchen vom Torschützen. Die Tütischen, die hier sehen werden. Der Ball sprang nämlich unmittelbar vor Ort dann noch einmal als Aufsatz auf dem Boden auf und hat so mancher Keeper schon ins Leere gegriffen. Das galt allerdings hier gerne durch. Der legt zurück und dann nagelt Müllers das Ding zum 4:1 in die Maschen. Ja, was war denn hier los? Hier die Parade
noch einmal in der Wiederholung. Fabik frei durch, doch Hitz ahnt die Ecke und pariert den Verteidiger. In der Wiederholung, der Kopfball vom eingewechselten Miroslav Lückert. Gut getimt und präzise Richtung Tor gebracht, nur die Höhe passt sie nicht ganz. So klatscht der Ball. Schelling ist da, aber der Ball noch im Gefahrenbereich. Nachschuss Kulang und der Ball ist drin. Tor für den VfL Pillerbeck. Denkt sich mit Drohung ins obere rechte Eck. Doch Schölling ist rechtzeitig zu schnell und pariert glänzend. Strahl aus rund 28 Meter Torentfernung. Gausling reagiert glänzend und fischt den Ball noch aus dem bedrohten Eck. Der hätte wohl sonst sehr unglücklich, aber im Prinzip nichts zu verhindern, dieses Eigentor. Jedoch mal aus einer anderen Perspektive. Von der Schulter ins eigene Tor. Ausgerechnet in so einem wichtigen Spiel. Aber kein Ausschlag ansetzen. Hier die nächste Gelegenheit. Flugball auf links, Ablage in die Mitte. Kopfball, kein Tor. Wahnsinn. Von der Latte springt der Ball zurück ins Feld. Boah. Also, der legt den Ball auf den linken Schlappen, zieht in die Mitte, Schuss und Tor! Der Ball schlägt im linken oberen Eck. Niedergeschlagener Finalverlierer aus.